Sie nennen ihn den Weltuntergangsfisch. Aus einer japanischen Legende, so mystisch wie er aussieht, und er kann über 15 Meter lang werden. Erstmalig fanden Forscher nun diesen Riebenfisch lebend vor der Küste Taiwans und konnten deshalb auch dieses Bildmaterial mitbringen. Doch man geht aufgrund der Löcher in seinen Flossen davon aus, dass er von einem Hai angegriffen wurde und nur im seichten Wasser trieb, da er sowieso im Sterben lag. In Japan glaubt man daran, dass sein Erscheinen oder die Bergung eines Toten das Vorzeichen für ein Erdbeben oder ein Tsunami ist.